Auferstehung oder Auferwachung kannst so auf jeden Fall nicht weitermachen. Will die bei meiner eigenen kleinen Welt untergehen, als in unserer Realität zu stehen. Freue mich definitiv auf kein Wiedersehen, stehen bleiben oder weitergehen. Jeder muss Mut zusammennehmen, um sich in seiner eigenen Zukunft zu sehen. Unsere Ziele halten uns im Leben und uns zu schaffen, werden viele aufgeben. Habe schon genug selber verfehlt, doch nie gewusst, um was es wirklich auf dieser Erde geht. So viele Irrwege, man verliert automatisch, egal welche man wählt. Unsere Eltern legen uns gewisse Pfade vor, mit meisternden unverschlossenen Tor, den Schlüssel halten sie in der Hand. Ist es dein Schicksal, den gleichen Familienzweig anerkannt? Oder doch blind alleine und eigenständig scheitern an einer Wand? Aufgeben oder weiterstreben, stoppen am Leben geben und am wenigen Entscheidungen geben, doch niemals. Aufhören, es gibt genug Leute zu verstören. Die Menschen, welche dich zum Lachen bringen, auch wenn sie es manchmal krachen lassen, dich in den schlimmsten Momenten verlassen und sie verboten entstehen, auch Gedanken schwanken, erzeugt man Heilung. Geschichten lassen sich von schrecklichen Taten erzählen. Unser Gehirn ist aufgebaut aus mehreren Müllen aus starken Gefühlen, doch die wir uns nachts durchwühlen. Wir können Kunst durch Gedanken malen. Oder durch genau diese schrecklichen Taten bezahlen. Außer Menschen verfahren, wo wir nicht viel sagen, auf viele nur fragen, wie wir schlechte Gefühle loswerden. Herzen niedergeschrieben, Tabletten für den Verstand bestätigen nur das, wir sind krank. Die Heilung liegt, wenn dann in dir selbst. Du kostet mehr Geduld als Geld, oder du kannst Heilung durch andere Leute finden und sie dann im Vertrauen binden. Nur blöd, wenn sie dann verschwinden. So könnte es meist schneller gehen, oder du kommst alleine. Noch verletzt von dort.